Falls ihr demnächst einen Fortnite-Talk sehen wollt, ich denke mal, viele von euch kennen FIFA-Talk noch, da rede ich einfach über aktuelle Fortnite-Themen, fasse euch die kurz und knapp zusammen. Falls ihr das sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da auf dieses Video. Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen Fortnite-Video und heute mal das erste Video zur Season 4. Ich bin unfassbar gehypt und ich möchte euch heute einen geheimen Spot in der neuen Season eben zeigen. Dieser Spot hat sehr, sehr guten Loot und den kennen auch noch zurzeit eben nicht ganz so viele Leute, deswegen ist er eben auch ziemlich overpowered. Zudem habt ihr dann noch eine mega High-Ground-Situation, das heißt, ihr habt da auf jeden Fall, wenn ein Fight stattfinden würde, auch dann direkt einen Vorteil. Also wenn irgendwie unter euch jemand ist oder irgendwie euch jemand attackiert, dann habt ihr durch den High-Ground auch einen mega heftigen Vorteil. Und allein diese beiden Gründe reichen für mich, um euch eben diesen Spot jetzt vorzustellen. Und bitte nehmt es mir nicht übel, falls ich irgendwie teilweise kompletten Bullshit laber oder so. Ich bin todmüde, aber ich will das Video jetzt für euch bringen. Ja, am besten ist es natürlich immer, wenn ihr hier in einem ungefähren rechten Winkel zu dem Zielort abspringt und dann müsst ihr da jetzt einfach mal hinfliegen. Am besten ist es, wenn ihr dahinter landet. Also er ist in Richtung W. Ja, er ist jetzt nicht vorne am Berg, sondern er ist eher dahinter. Ich fliege jetzt extra safe, dass wir den auch wirklich erreichen werden. Also ich könnte jetzt hier schon nochmal ein bisschen tiefer gehen. Das mache ich jetzt auch, dass wir nicht ganz so lange brauchen. Da oben seht ihr auch schon eine Kiste, die sich da befindet. Und ja, das ist jetzt aber nicht direkt der Spot. Also die Kiste ist nicht der Spot und da ist ein Gegner, sehe ich gerade. Der wirkliche Spot, okay, er kennt ihn, glaube ich, nicht. Ne, er kennt ihn nicht. Der wirkliche Spot ist hier unten. Und zwar ist das der offizielle Eingang hier, den man hier weghauen kann. Und dann kann man hier eben unten reingehen. Oh, Alter. Rocket Launcher, Gönnung. Das Problem ist halt jetzt, dass der Gegner natürlich auch in meiner Nähe ist. Das heißt, ich muss auf den auf jeden Fall achten, weil der hört mich natürlich auch. So, jetzt bin ich hier ganz unten. Und jetzt sehen wir hier eine mega heftige Riesenbase. Die eben sozusagen von den Superhelden ist. Kurze Zwischenmeldung, ich habe gerade nochmal recherchiert und angeblich ist das die Base der Super-Schurken. Ich werde im Folgenden sicherlich noch oft Superhelden sagen, aber merkt euch Jungs, das Ganze ist die Base der Bösewichte. Scheiße, Mann. Es war ohnehin von Anfang an klar, dass ich mich mit diesem Raketenwerfer selbst eliminieren werde. Ich hab's gewusst, ihr habt es gewusst und deswegen gehen wir jetzt nochmal kurz zum geheimen Spot. Ja, also in der Runde jetzt ist zum Glück, glaube ich, keiner hier oben gelandet. Ja, genau, also man geht hier oben dann eben rein, wie wir es jetzt eben gerade schon gesehen haben. Das werde ich euch jetzt nicht nochmal genauso zeigen. Ja, aber ich zeige euch natürlich jetzt nochmal ungefähr, wie es hier aussieht. Das ist eigentlich ganz oben. Hier ist so eine Treppe. Hier würde man natürlich ein bisschen runterfliegen, aber da würde man auch noch hier bei dieser Base sein. Ja, und hier sieht man so eine Art Rakete, welche sicherlich mit der Story zu tun haben wird. Und da wird sicher irgendwas mit dieser Rakete auf uns zukommen. Genau, und da kann man jetzt eben dann hier ganz normal runtergehen. Also wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, am höchsten Stockwerk. Und ja, da kann man hier eben die Treppen runtergehen. Und dann sind wir jetzt hier eben in dieser riesigen Base, Alter. Das ist wirklich krank. Das Ganze ist so eine Art Superhelden-Base. Und ja, einfach nur richtig chillig, einfach ein komplett neuer Ort und hier sieht man das auch, man kann die Vorhänge dann auch wegmachen und hat hier wirklich eine wunderbare Aussicht, eben zum Beispiel auf Snobby Shores. Dann haben wir hier Getränkeautomaten, eine Küche, einen Mülleimer und hier eben so ein richtiges, keine Ahnung, Superhelden-Verwandlungszentrum. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze hier beschreiben soll. Auf jeden Fall sieht man hier dann auch nochmal die Rakete mit diesen Wappen dazu, die halt auch irgendwie für bestimmte Superhelden stehen. Ja, hier in der Nähe ist auf jeden Fall auch noch eine Kiste. Hier überall, wie gesagt, diese Wappen. Und wir gehen jetzt einmal hier rundherum. Und das war eben jetzt dieses Stockwerk. Was ich auch extrem cool finde, ist zum Beispiel, dass der Boden hier spiegelt. Sowas gab es einfach in Fortnite noch nie. Das sind so kleine Details, die das Spiel einfach direkt viel, viel interessanter machen. Ja, und wir gehen jetzt hier einfach mal einen Stock runter. Und zwar haben wir hier so eine Art Bad am Start. Auch mit Reinigungsutensilien dazu. Und ja, hier ist das Ganze halt einfach so wie eine Höhle aufgebaut. Einfach so richtig wie eine Superheldenbase. Ja, hier solche Server, mit denen anscheinend Daten oder so gespeichert werden. Und hier ist dann noch eine Kiste zum Beispiel. Also der Loot hier, der ist unfassbar für diese kleine... für diesen kleinen Eingang ist der Loot hier wirklich unbelievable. Genau, und hier kann man dann noch weiter runter, da stehen dann eben solche Autos. Ja, richtig krank einfach, nur hier so auf so einem Dings drauf. Das ist schon echt alles extrem detailliert hier. Ein Fitnessgerät, ein Laufband.
Hier eine Hantel, also das sind schon echt coole Sachen. Ja, man kann hier tatsächlich bis ans Ende der Rakete runtergehen und dann kann man hier sich das Ganze von unten anschauen. Wenn ich mich hier weiter runterbaue, okay, ich kann mich nicht weiter runterbauen. Ich dachte, weil da unten eben auch Boden zu sehen ist. Aber dann komme ich wahrscheinlich hier wirklich nur raus, wenn ich die Rakete abbaue. Und das ist auch nicht möglich. Ja, okay, dann muss ich mich hier so irgendwie raufbauen. Ja, okay, das ist möglich. Ich dachte, ich komme da jetzt gar nicht mehr raus. Hier ist zum Beispiel auch noch ein Griller. Das ist auch ganz nice. Und hier eben die klassischen Reifen, mit denen man eben hier schön hochjumpen kann. Und das ist eigentlich auch schon die Base. Und die würde ich euch wirklich sehr empfehlen, denn das ist ein wirklich geiler Spot mit unfassbar viel Loot. Ihr habt es gesehen, bei zwei Malen, also ich habe jetzt zwei Rounds gemacht, ist eben nur einmal ein Gegner gekommen. Also es ist natürlich jetzt keine aussagekräftige Statistik und keine aussagekräftige Quote, weil ich eben nur zweimal hier gelandet bin. Aber ihr seht, es kommt nicht immer wer mit und der Loot ist wirklich unbelievable und man hört hier auch die ganze Zeit noch Kisten. Aber ja, Jungs, das ist jetzt eigentlich auch schon dieser geheime Spot in Fortnite. Ich zeige euch hier eben nochmal das Ganze an. Also wirklich dort, wo der Pin markiert ist, dort ist dieser Spot. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es extrem viel Loot. Also da könnt ihr auch als Duo easy hingehen. Da gibt es echt krassen Loot. Also das ist genau hinter dem Berg. Und ja, Freunde, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Falls euch solche Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst unbedingt auch viele Daumen nach oben da, falls ihr wollt, dass ich demnächst viel zu Season 4 hochlade. Ich würde da eher aber auch so in die Richtung News gehen. Also, dass ich wie bei FIFA Talk eben zum Beispiel 5 Themen raussuche für euch und die dann eben ja, aufarbeite mit euch in Kurzfassung, also dass ihr da schnell und überblicksmäßig da eure Infos eben bekommt und dann verlinke ich euch eben die Videos von anderen Leuten und so, dass ihr da eben ein schönes Fortnite-Video habt, ein schönes News-Fortnite-Video. Also ich würde das Ganze eben, wie gesagt, so ähnlich wie FIFA-Talk aufbauen. Falls ihr sowas sehen wollt, lasst unbedingt viele Daumen nach oben da, dann sehe ich, dass ihr das auf jeden Fall haben wollt. Okay, Jungs, dann bin ich jetzt auch schon raus. Ich bin todmüde. Ich werde jetzt, denke ich, direkt pennen gehen. Die Runde mache ich noch und dann bin ich erstmal offline. Vergesst nicht, Jungs, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.